Hier ist unser erster Gast für heute, Idil Baydar. Hallo Dürkheim, danke schön fürs Dasein, dass ich da sein kann. Ich freue mich so. Hallo Kemal. Hallo, setz dich. Gut, wunderbar. Wie geht's dir? Gut, soweit, danke. Du bringst endlich mal Farbe hier rein. Ja. Die, Migranten, die ja. bringen, guck mal, weil ich habe gerade festgestellt, ich komme mal Richtung zu dir ja, und vielleicht fängt die Kamera auf. Schau mal, unsere Strümpfe. Ja. Einmal grün, einmal rot. Ja, deine sind total Dings. Also deine sind ein bisschen langweilig, Bruder, muss ich sagen. Wir haben Frühling. Ja. Ich erwarte ein bisschen mehr Farbe. Ein bisschen mehr Farbe. Aber meine Unterhose, sage ich dir, die ist kunterbunt. Die will ich nicht sehen. Nein, die zeige ich nicht. Die zeige ich nicht. Na, schön. So, bringst wirklich schön Farbe rein. Wir könnten beide Türkisch sprechen. Wir beide sind nämlich Kinder türkischer Einwanderer. Einwanderer, wobei mein Türkisch jetzt nicht explizit so super toll ist. Ich muss sagen, mein Schwäbisch ist auch besser als mein Türkisch. Okay. Daher lassen wir das Ganze natürlich hier heute. Nee, ich freue mich. Herzlich willkommen. Wir kennen das ja natürlich, weil ich gerade auf diese türkische Sprache eingehe. Wir haben meistens so ein halb deutsch, halb türkisch gemurmelt. Das heißt, also, wenn wir mit unseren Eltern sprechen, dann ist es ja oft so, vieles können wir nicht auf türkisch sagen. Und ich weiß nicht, geht es dir auch so? Also wenn ich mit Mama telefoniere, dann sage ich, Anne, ich gebe dem Lohnsteuerkarte hier, dem Lohnsteuerkarte, genau so, Leute. Genau. Und alle verstehen das, was ich eigentlich sagen wollte. Meine Eltern verstehen das Gott sei Dank. Kennst du? Es ist exakt genauso. Also auch wenn du in Berlin mit der U-Bahn fährst, dann hörst du das in allen Sprachen. Also immer mal wieder irgendwie Sozialamt zwischendurch oder Karte oder irgendwas. Ja, ja. Einbrecher. Gut gelaufen. Nein, natürlich nicht. Ja. Nee. Aber manchmal ist es auch wirklich besser, wenn man als Deutscher auch das Türkisch nicht versteht. Zum Beispiel die türkische Musik. Wir können ganz kurz mal in klassische türkische Musik reinhören. Haben wir da? Ne? Yalan heißt das Lied, ist von Ibrahim Tatlıses. Und der Mann, der singt ungefähr 5 Minuten am Stück. Yalan. Ja. Das bedeutet Lüge. Lüge heißt das, genau. Es ist die türkische Musik, von daher sind wir froh, wenn wir mal SWR3 einschalten und dort was anderes läuft. Wobei, das ist wirklich ein Klassiker und der Text ist auch ein Traum. Also jeder, der denkt, Helene Fischer hat jetzt nicht so, so hart intellektuelle Texte, das hat Ibo auch nicht. Also es ist wirklich Yalan, Lüge. Dass ich dich nicht geliebt habe, ist eine Lüge. Also so sollte die Türkischer Nummer. Schlager, können Sie gerne mal sich anhören, wenn Sie mal 7 Minuten Zeit haben und ein bisschen lernen wollen. Braucht man wollen. Aber auch die Antidepressiva noch dazu. Die kommt noch dazu. Mein Sohn sagt immer, wenn er türkische Musik hört, es klingt sehr traurig und er stellt sich dann immer einen Menschen auf dem Hochhaus oben drauf vor. Und er ist erst 5, ne? Also ja, so ungefähr, aber so ist ja die Musik. So klingt sie auch. Nee, ganz im Gegenteil zu deinem Programm, da ist natürlich immer nur gute Laune. Und man muss ja sagen, du bist ziemlich nicht multikulti, du bist multideutschi eigentlich, weil du bist geboren in Celle, spielst als Gillette Eiche, deine Figur eine Kreuzbergerin, wohnst in Frankfurt, spielst in Hamburg am Theater und tourst quer durch Deutschland und heute natürlich in der wunderschönen Pfalz. Und ich bin ganz ehrlich, ich sage immer, Deutschland beste Land, oder? Deutschland ist schönes Land, aber... Jetzt kommt's. nein, also wir haben ja die Diskussion über aber gehabt. Weißt du, ich glaube, Kemal, Deutschland ist genauso wie jedes andere Land auf der Welt. Es gibt wunderbare Dinge hier und es gibt Dinge, die nicht so wunderbar sind. Und ich glaube, damit sind wir sozusagen in der Globalisierung am richtigen Platz, weil überall ist es so. Es gibt in jeder Kultur 10%, die total scheiße sind und dann gibt es den Rest, 90%, die sind total toll. Wunderbar, so da sind wir uns alle einig, ist die Pfalz. Was ein bisschen hier heute in Bad Dürkheim? Also ich muss sagen, Bad Dürkheim ist wirklich, der Name hört sich alt an. Aber die Atmosphäre ist total kuschelig. Also mir gefällt es hier. Also es ist das Schöne, wir sind jetzt schon 3 Tage hier, das ist jetzt der 3. Tag. Und der Platz abends ist gefüllt bis nach hinten. Und hier ist es so eine ganz tolle Open-Air-Atmosphäre. Wie hat Matze Knob gesagt, mehr Palmen als in der Toskana hier. Es ist wirklich... Sonne, Wein, also gibt genug zu essen, gute Laune, gut gelaunte Leute auch vor allem. Und wir sind wirklich dankbar, dass wir auch hier sein dürfen. Deshalb von uns ein Dankeschön natürlich auch an Sie, liebes Publikum. Wir kommen noch mal zu Gillette Eiche zurück, zu deiner Figur. Da müssen wir ein bisschen Integrationsarbeit leisten, weil viele denken, Gillette Eiche, wofür steht dieses Gillette? Man muss ja sagen, Eiche, hast du ja auch den Namen ausgesucht, weil es natürlich ein gängiger türkischer Name ist. War, muss man dazu sagen, ist nicht mehr so aktiv. Und Gillette diesen Beinamen, weil Gillette natürlich die Rasierklinge dich sehr hart darstellen soll.
Ja, natürlich. Also Ayşe ist ja generell so ein Klischeename, so ein türkischer Klischeename in Deutschland. Alles ist, wird in Ayşe gemessen. Und deshalb habe ich natürlich auch den Namen gewählt, damit es einfach ist und man nicht so einen schwierigen Namen hat. Und Gillette, ja, Rasierklinge, na klar. Weil das, was sie ja sagt, ist ja auch rasierklingenmäßig. Insofern passt das gut zur Figur. Wird es irgendwann mal so den Gegenpol geben? So eine ganz neue, integrierte, so eine, ich weiß es nicht. Wer weiß. Wer weiß. Also wer weiß, lassen wir uns überraschen. Es ist auf jeden Fall noch sehr viel in der Mache und es wird in der Zukunft noch viel Lustiges von mir, Idil, und aber auch von Gillette Ayşe geben. Sind wir gespannt. Wir kommen nochmal zu den Unterschieden zwischen Deutschen und Türken. Ich habe gerade schon von meinem Junior erzählt, der die türkische Musik ja nicht so mag. Es ist so, ich habe eine deutsche Frau und wenn wir bei der Oma an der Ostsee sind, dann ist es immer so, dann kommen die Kinder rein zur Oma und dann sagt die Oma, hallo Kinder, wie geht's euch? Gibt die Hand, vielleicht streichelt sie einmal über den Kopf. Wollt ihr einen Keks? Setzt euch. Aber wenn die türkischen Kinder bei der türkischen Oma sind, dann, das kennst du selber? Ja, das wird natürlich, weiß sie ja, dann wird an den Wangen gerissen und gedrückt und gezogen und gezerrt und alles Mögliche ins Gesicht geschoben, was es an Essen da gibt. Also da ist, also ja, das ist definitiv, wir Türken, wir lieben mit Wut. Ja, das ist unser Wut. Ding. Wir lieben mit Wut, ja. Manchmal auch mit der Hand, man drückt dann auch. Mit der Hand, Vorliebe. Ist übrigens, aber auch nur, dass sie informiert sind, dass man nennt das Cute Aggression. Das heißt süße Aggression. Es ist also so, da kommt so viel Liebe, dass das dann irgendwann kippt. Es ist so süß, du willst es töten. Das ist also Cute Aggression und so lieben wir Türken. Aber es ist eine schöne Sache, es macht uns Spaß. Cute Aggression, wieder was Neues cute gelernt. Das erkläre ich dann mal meiner Mutter das nächste Mal, wenn ich sage, Mama, çocukları cute aggression ne sevme. So, ja, genau. Wenn ich sagen. Wird sie hoffentlich verstehen. Ghetto Lektuell, so heißt dein Programm. Wir haben ja noch eine CD, Ghetto Lektuell, die verlosen wir gleich nachher. Gibt es noch ein Autogramm dazu und die werfen wir dann mit Cute Aggression ins Publikum und mal schauen, wen sie trifft. Der darf sie behalten. Ja, so heißt das Programm. Du spielst da ja viel Gillette Ayşe, ist klar. Und wirst du bestimmt auch schon von vielen gehört haben, wenn man dich dann im realen Leben wie jetzt hier als Idil trifft, dann sagt man, ach, du spielst ja nur die Gillette Ayşe, du bist ja gar nicht so. Da muss man sagen, ja klar, Kaya Jana, der spricht auch Deutscher, kann nicht nur Türkisch oder Bülent Ceylan, der ist auch nicht so, wie er ist. Und Ausbilder Schmidt ist in Wirklichkeit auch gar kein Soldat. Ärgert es dich, wenn man dann dich sieht und tatsächlich glaubt, du bist nicht diese Bühnenrolle? Nein, gar nicht. Das ärgert mich überhaupt nicht aus dem Grund, weil ich das ja weiß, dass das so ist. Deshalb habe ich diese Rolle ja auch erfunden, weil wir postulieren ja fast jeden Tag, dass die Integration gescheitert sei. Und Gillette Ayşe ist eben so ein Integrationsalbtraum zum Anfassen. Da kann man mal mit in Kommunikation gehen, da kann man mal nachfragen, was ist das mit euch und Mercedes? Warum fahrt ihr mit 18 schon Mercedes? Also geht um Klischees, es geht aber auch darum, sie zu überwinden. Ganz besonders darum geht's. Und das kannst du mit Gillette Ayşe definitiv. Integrationsarbeit. Ja. Definitiv. So, wir kommen zu ein paar türkischen Begriffen. Wenn man die ins Deutsche übersetzt, da müssen wir drüber lachen. Das ist einem Türken eigentlich gar nicht bewusst. Also all die Jahre dachte ich jetzt, ja gut, ist halt so. Kadınbudu heißt Kadınbudu. Aber wenn man Kadınbudu ins Deutsche übersetzt, heißt das? Na, Frauenschenkel. Frauenschenkel. Ja. Aber das ist eine Speise. Also in der Türkei essen wir Frauenschenkel. Das sind so gegrillte Frikadellen paniert. Ja, aber mit Zimt. Das ist sehr lecker. Das oder, ist der Frau. Oder der Frau. Der Begriff für Gauner, ne? Üçkertje. Genau. Ja, Üçkertje heißt übersetzt der Dreipapiermann. Ne? Also es gibt mehr Sachen. Oder wenn wir hier, ne, kennen wir natürlich viele türkische junge Leute, die dann mit ihren aufgemotzten Autos durch die Gegend angeben und posen. Das heißt bei uns, angeben, posen heißt Hava Atmak. Genau. Das bedeutet mit Luft schmeißen. Genau, also genau. Total banal. So lustige Sachen. Wir haben uns aber gedacht, andersrum ist es viel schlimmer. Es gibt viele deutsche Begriffe, wenn man die einem ausländischen Bürger versucht zu erklären, der die bisher nicht kannte, dann wird es noch schlimmer. Also wir haben zum Beispiel, fang mich doch, du Eierloch. Könnten Sie, fang mich doch, du Eierloch, wenn du das irgendeinem Ami erklären würdest? Catch me, you egghole. Geht gar nicht. Maultaschen? Maultaschen? Ich würde es gar nicht übersetzen. Also Maultaschen ist so wie Schnitzel. Wenn wir in Antalya Urlaub machen, dann gibt es immer Schnitzel. Mittlerweile wurde das Schnitzel übernommen. Wenn du im Ausland essen gehst, heißt das Schnitzel Schnitzel. Oder aber auch Schnapsidee. Ne? Kann man auch schwer übersetzen. Ja, das stimmt. Wir haben gerade gedacht, man könnte es mit Racke-Idee oder Racke-Idee. Ayran-Idee. Ja, würde auch gehen. Ist vom Schnaps aber dann wieder entfernt. Ja. Es gibt ein Wort, das kannst du definitiv nicht übersetzen. Und das ist Bausparvertrag. Also,
Bausparvertrag, das versuche ich meinen Eltern schon seit 36 Jahren zu übersetzen. Es klappt nicht. So, ja. Wir kommen ganz kurz zu deinen Terminen. Du bist ja unter anderem auf Tour in Deutschland und ja. Ein Termin stecht besonders hervor. Das ist am 24.12. an Weihnachten. Da spielst du tatsächlich in Berlin. Ja, ich spiele seit 6 Jahren schon Weihnachten, weil in Berlin gibt es wirklich ganz viele Menschen, die entweder nicht zu ihren Familien kommen, weil keine Zeit, kein Geld, kein was auch immer. Oder es gibt eben auch ganz viele Migranten, die eigentlich auch gerne irgendwie Weihnachten feiern, nur wissen sie nicht mit wem. Also machen wir das zusammen in der Bar Jeder Vernunft in Berlin. Und da feiern wir Weihnachten mit allem drum und dran. Ach schön. Ja, ja, und komm ja auch mal gerne vorbei. Bitte unbedingt. Du bist eingeladen. Natürlich Gästeliste. Natürlich. Oft weiß man ja auch nicht. So, also der Auftritt in Berlin an Weihnachten. Was machst du sonst an deutschen Festen? Feierst du die auch? Also ich feiere mit den Kids auch mittlerweile Ostern und Co. Ja, nee, ich mache das so, wie es eben kommt. Ne? Ich habe da jetzt nicht so eine feste Feiertagsabarbeitungsliste, sondern ich mache das, wenn ich Bock auf Ostern habe. Und ist es gerade Ostern, dann feiere ich Ostern. Ja, oder warum am 1. Mai nicht? Es sind ja Berlin. Schöne Sachen. Ja. Autos anzünden, Steine werfen. Ja, ja, na, Autos anzünden jetzt. Nein, nein, natürlich nicht. Aber wir beide, wir wissen gemeinsam, was wir am 15. Juli machen werden. Ja. Ne? Da werden wir nämlich gemeinsam feiern. Du im Özil-Trikot, ich im Boateng-Trikot und zwar die Weltmeistertitelverteidigung von Deutschland. Genau. Am 15.07. Das werden wir auf jeden Fall machen. Das ist Integration, oder? Genau, genau. Bad das Dürkheim. Machen wir auf jeden Fall. So, Edel Beider, heute Abend, 19.30 Uhr im Kurhaus und ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe 2 Tickets, die Deutsche Bahn hat noch ein paar uns hier rüber geworfen. Und wer hat denn noch keine Tickets für Edil und würde gerne Edil heute Abend besuchen, der muss diesen, ich sage immer, das ist mein Kopf nach diesen 3 Tagen, nach diesen 3 Tagen hier Comedy Festival, so sieht es dann immer aus, in etwa. So, und ich werfe jetzt einfach mal diesen Ball und wer ihn fängt, oh. Hui, 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 hui. So, der Herr in Blau. Der Herr in Blau, heute Abend schon was vor? Ich sag mal so um 19.30 Uhr im Kurhaus. Dann triffst du diese junge Dame hier. Also nicht mich, aber du triffst Gillette Eiche. Und Gillette setz Eiche. Dich unbedingt in die erste Reihe. Wie heißt du? Daniel, herzlichen Glückwunsch. Ja, das sind die Tickets. Daniel, ich sag auch nochmal. Weißt du was? Da gibt's noch die CD oben on top, okay? Die unterschreiben wir dir gleich noch. Gillette Eiche. Genau. Edil Beider, ich sage herzlichen Dank, dass du unser Gast gewesen bist. Bad Dürkheim, danke schön bis heute Abend. Heute danke Abend ist es soweit. Und gleich geht's hier weiter mit New Comedy. Bleiben Sie da. Guten Tag. Na, noch nicht kleckgewickt? Wunderbar. Dann jetzt hier Klauf drücken und weitere Videos von uns anschauen oder uns aber abonnieren und einfach hier Klauf drücken. Schankedön.